Ja, und damit willkommen zurück zur Baldur's Gate. Ich habe mal eine kleine Shortrest gemacht. Und wir wollten ja bei dem Bereich da hinten ein bisschen weiter gucken. Und ich würde sagen, da gehen wir auch gerade mal hin wieder. Das wäre eigentlich eh gerade hier runter. Und da hinten durch, bei den Fettklumpen vorbei. Die mich überraschenderweise nicht angreifen. Was zum... Was? Warum sind die jetzt hochgegangen? Okay, dann gehen wir halt mal außen rum. Mir auch egal. Ach, warte mal, wegen der... warte mal. Das war bestimmt wegen der Fackel. Hm, war da auch schon drin gewesen? Oh, das ist der eine Vorraum hier. Ach, das ist das eine Raum hier. Okay. Da ist... Moment. Das ist da eine Leiche? Undurchdringlicher Schlummer? What's in here? Warum pennt er? Unser Angebot bleibt bestehen. Tank des Schlafs. Okay. Was geht hier ab? Wir haben den Weg der letzten Gruppe von Flüchtlingen zurückverfolgt, mit dem euer Gemahl unterwegs war. Ich fürchte, sie sind den Truppen der Absoluten begegnet. Seitdem gibt es keine Spur mehr für ihn. Lasst euch nicht von der Trauer zerfressen. Ihr seid aus Etere geflohen, um ein besseres Leben zu finden. Und das könnt ihr euch immer noch nehmen. Die Gilde ist immer auf der Suche nach Messerhänden. Und ihr werdet in meinen Diensten nimmer hungern. Ich lege einen kleinen Beutel bei. Genug, um ein kleines Begräbnis zu bezahlen. Dieses Kapitel eures Lebens abzuschließen. Oder um euch in kurzer Weile besinnungslos zu saufen. Ihr wieder nach Arbeit suchen müsst. Die Entscheidung liegt bei euch. Leerer Tank des Schlafs. Kann ich... Ich weg mal. Ja, das war vielleicht ein bisschen starkes Wecken. Okay. Nicht da hochklettern? Ich glaube nicht. Hier hinten ist nix. Da will ich nicht runter, aber hier könnten wir hier rauf. Ja, ja, ich hab nicht. Ha, ihr wollt's doch bestimmt Stress machen, oder? Oh mein Gott, speichern. So. Hallo erstmal. Fall below. It's the false chosen. One who would die by our hand is unworthy indeed. Okay, ich hab's mir eigentlich schon gedacht. Oh. Okay. Was machen wir denn jetzt hier Schönes? Furcht. Blindheit. Das war's, der Heiligtum Aura des Mordes. Aura des Mordes. Jetzt lass auch mal gucken. Dunkle Sicht. Nee. 50 Fluch, Schutzgeister, Blindheit, Fluch. Machen wir mal auf dich. Ach, scheiße. Nein. Ach, shit, war das jetzt... Ach, das war Range, ne? Ja. Oh. Haben wir ja einen Kollegen hier.
7 Schaden nur. Ja. Ungünstig. Was, ich bin blind? Ah, geil. Alles klar. Warum auch immer der Umweg hier? Ach, wie schön. Unsichtbar auch noch. Ah, jetzt würde ich das Ganze ja gerne nochmal probieren hier. So. Räuben finde ich gar nicht mal so doof. Abgestumpft. Hau mal rauf hier. Nice. Tatendrang. Einmal hier rauf. Nice. Wie schauen wir aus? Bedrohlicher Angriff, Fernkampf. Nice. Das war's. Telekinese. Wirf eine Kreatur den Gegenstand. Nee. Unsichtbarkeit. Steinhaut. Nee. Keine Ahnung, mach mal. Was auf der normalen Reichweite. Komm, geh mal weiter nach vorne. Nice. Nicht so nice. Kann ich dich schubsen? Geht es? Das hat funktioniert. Hat noch nicht sehr viel gebracht. Okay. Gehen wir hier mal ein bisschen größer. Was machen wir hier Schönes? Vielleicht noch mal eins. Kriege ich da mehr? Ja. Ja, geil. Ich gehe mal weiter vor. Bin ja eh unsichtbar. Gut. Der macht es auch. Flieg doch einfach. Geil. Na, weißt du nicht, was tun? Boah, blöd, ne? So, blendes Geschoss. Nice. Können wir den nochmal machen? E-Schlag. Schade. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach hinten. Gut. Und die zwei Kollegen. Ah, fliegen geht ja auch. So. Wir. Achso, warte mal. Zuerst einmal hier mal ganz normal rauf. Nice. Und jetzt würde ich sagen. Einmal so. Ach man. Schubsen. Oh, warte mal. Ich wollte es eigentlich runterschmeißen, aber okay. Hat nicht funktioniert. Oh, was? Kritisch. So. Krollach. Machen wir. Nice. Was haben wir hier so Schönes? Okay.
nehme ich mal mit. So, und dann... Moment. Machen wir das noch hier hin. Aha! Hab ich dich. Einmal darüber. Ja, ja, alles gut. Was machen wir denn? Du hast 31. Eine Plage. Machen wir mal Stufe 2. Nice. Looten. Dreimal durch, warum auch immer. Okay, aber fertig. Du machst mal den hier. Nice. Looten, bitte, danke. Ja, das ist Schnitt. Ah, nehme ich mal mit. Annehmen erfolgreich. Schleusenventil. Wasserstandsventil. Temperaturventil. Notfallventil. Steigender Wasserpegel. Ich bin mir nicht sicher, was ich damit bewirke. Temperaturanstieg. Okay, das war jetzt nicht so ideal. Der steigt wieder. Ah, ich hasse solche Rätsel. Warum ist das jetzt hier ganz unten? LOL. Das Ding ist überhitzt. Notfallventil. Okay, nicht mehr überhitzt. Und da haben wir zu viel Wasser. Oh oh. Schleusenventil aufmachen. Temperatur wäre jetzt okay gewesen. Ist jetzt okay. Weiß ich, hier auch? Weiß jetzt nicht. Da geht es jetzt wieder nach unten. Ist das. Warte mal, Schleusen. Ach, warte mal, Schleusentor. Geht das da unten auf und zu? Was mache ich damit? Kommt hier Wasser raus und rein? Je nachdem, wie ich das mache. Nee, nee, nee. Moment, Moment. Da bleiben. Immer hier nochmal. Nee, da tut sich nichts verändern. Ah. Oder muss ich hier das nochmal anklicken? Oder wird das Wasser weniger, wenn ich hier aufheize? Temperaturanstieg. Lauwarm. Idealtemperatur. Ja, und hier jetzt. Jetzt ist wieder lauwarm.
Hier nochmal. Nummer 1 rauf. Okay, also das mit rechts habe ich hingekriegt. Blutet, nee. Nochmal hier. So, mach das nochmal an. Also der... Scheiße. Das war's nicht. Geht beides nochmal eins hoch. Okay. Idealer Wasserpiegel. Ja, fuck, es hat überhitzt. Ich verstehe das nicht. Riskante Hitze, da ist wieder zu viel Wasser drin. Na, und jetzt eins runter. Kein Hoch. Okay, wisst ihr was? Wir gehen mal da unten rein. Oder hat es hier hinten noch was? Nee. Hat auf jeden Fall ganz... Warte mal, kann ich das auch dazu machen? Kann ich gerade nicht nutzen. Weggespeichert. Schatzkammertür. Nachtklinge. Kicher. Du bist auf der Ball. Nachtklinge. Ach so, warte mal. Und dann würde ich... Würde ich die hier alle... Es ist halt der... Oh, das sieht wieder nach einer Tür aus da hinten. Ja, toll. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Die Entscheidung wurde mir dann wohl genommen. Ach Mann, was machen wir denn? Wie gesund. Ja, toll. Ich komme nicht vorbei. Ich glaube, ich lade hier nochmal ganz kurz. Liebe Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und ich bin mal hier hochgegangen, wo wir in der letzten Episode auch gewesen sind. Und ich würde sagen, wir machen erstmal hier oben weiter. Weil da hinten ist eine Sackgasse und da will ich eigentlich gar nicht rein. Und hier die Stadt haben wir eh auch noch nicht angesehen. So, das sieht so aus, als würde da jemand gleich mit mir reden. Ah, warte mal. Das eine Haus müssen wir rein. Gehen wir mal hier rein. Ist aber schön hier. Was? Was denn? Hier? Are you sure it's not the flowers you're smelling? ist es das Gebäude? Hallo, Eingang? Da komme ich irgendwie nicht rein. Da auch nicht. Komme ich denn da rein? Wo ist hier ein Eingang? Probieren wir es mal von der anderen Seite. Gehen wir mal hier runter. Oh, es ist halt schon mega schön. Das ist ja auch geil gemacht hier mit dem Boot. Ja, hat schon was.
Könnte ich mir schon vorstellen, hier zu wohnen. Ja, ich würde sagen, das ist der Eingang. You, the God's damn disease of the gate. Was ist mit dir falsch? Lady Mazora told me everything. How you and the Blade of Frontiers slaughtered his own father. How he craves ultimate power. How he means to make the city bow to him and him alone. First I finish you, then I finish the Duke's traitorous son. Probieren wir es mal. Ich will jetzt eigentlich Schnittfalken 18. Ja, mal mit dazu. Oh, scheiße. Ja, das probieren wir gleich nochmal. Besser. Stand down. I believe you. The battle lord help me. What darkness has fallen upon us? Listen, there's something Will should know. On his way from Elturel, Ravengard sent a messenger with word of the cult. He knew about the Absolute. I thought little of it at first, but he realized the danger before anyone else did. He understood that if the cult was successful in raising an army, Baldur's Gate would be doomed. And he knew that to protect the city, one trained in the ways of the great champions would have to rouse the worm living beneath. If I'm not mistaken, that would be Will. A bronze dragon, to be precise, sleeping beneath us. The worm goes by many names. Ansor, the waiting storm, the heart of the gate. He made Baldurin a binding promise to protect the city when its need was greatest. The city's survived countless threats, but Ravengard knew its walls would fall to the cult. With him gone, and the city near ruin, your call is to unleash the heart of the gate. Take this, the legend of Ansor. The bards call it a tall tale, but every last word is true. Follow its path to the worm, or do not, and let the coast be drowned in blood. I was right to lay down my arms. Fauxhammer be praised. I should go, gather allies. We'll join you in your hour of need. Free the worm, and may his thunderous wind drive the Absolute from the coast. Ob der denn stark genug wäre, aber den Drachen würde ich jetzt schon gern sehen. Okay, können wir jetzt da mal reingehen. Glitzergala. Nee, ich glaube, da müssen wir nicht hin. Nee, eins weiter nach oben. So, einmal rauf hier bitte. Das ist... Oh. Instrumenten... Das ist nicht der, den ich brauche. Lies die Legende von Ansor. Ja, das machen wir gleich. Okay, das ist ein Musikhändler. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. So, wir gehen mal wieder raus. Schön hier. Dann müsste es die Tür hier sein. Oh, da ist Tor zu. Ach ja, wieder so eine tolle Stahlwache. Okay, hier rein bitte. Danke. Nee, auch nicht. Nee, auch nicht. Ich gehe einfach mal so rein, ne? Lasst euch nicht stören. Ah, da ist er ja.
You appear to be lost, dear. I specialize in fashion, not potato sacks. Wie bitte? A certain level of class is expected by my clientele. So if you wish to stay, I must insist you purchase some less depressing garments. Allah. If looks could kill, Lord Gortash would have already hanged me. I wouldn't worry too much. This is undoubtedly some rumor cooked up by my many rivals. Yeah. Well, I suppose if it's that elaborate a prank, it rules out my sister as the culprit. Carmen can barely organize her own shop. Never mind stage a murder mystery to meddle with me. Very well. I'll take my precautions. Thank you. Jetzt nur mal so theoretisch, ne? Wenn ich ihn umbringen wollte, darf sie nicht zugucken. Da hat's zu viele Leute. Außer ich mach's rundenbasierend. Ich würde es irgendwie gern probieren. 5 von 5. Mal ganz kurz speichern. Ich weiß, das ist richtig evil, was ich hier mache. Aber... das wäre das. Du. Angriff, Fernkampf. Und wären dann tot. Lüten. Schlüsselfigurs Tresor. Ja. Was ist denn der Tresor, wenn ich den gerade schon mal hier sehe? Schrank, Schrank, Schrank. Nee. So, und jetzt müssten wir hier eigentlich raus. Warte mal, ich hatte doch so einen Zauber. Immersionstür. Über die ich höchstens eine Verbindung hatte, die du sehen kannst. Warte mal, sind wir da draußen am... Das sind nur die Bettler. Ne, wo war denn das? Sonnenstrahl, Feuerschild. Oder Äußerlichkeiten, arkanes Geschoss. Gelangen wir noch fliegen. Warte, Schutz vor Enden. Ich hatte doch irgendetwas gehabt, wo ich die ganze Gruppe doch verstecken konnte. Meinte ich. Gasförmig. Das gibt's doch nicht. Meinte ich jetzt gehabt. Alter, Linderung. Was sind das da? Achso, nee, das will ich nicht. Wollte fliegen. Nee. Ah, und da geht's Telefon ab. Wunderbar. Liebe Leute, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. So, bitte entschuldigt, da bin ich wieder. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus, ohne dass uns da einer bemerkt? Oh. Schnell weg. Scheiße, man hat uns gesehen. You murdered someone in view of a guard. Perhaps unsurprisingly, you're under arrest. Will ich ins Gefängnis? Oder Gold ausgeben?
bisschen viel. Ach, probieren wir es mal. A suspected murder is not something you can bribe your way out of. Ah, ja, schau dir. Oh. You've convinced them, for now. But transgress again, and no amount of talking will get you out of trouble. Oh, okay. Ganz schnell weg hier. Fuck, dass sie da natürlich reingelaufen ist, das war natürlich shitty. Bezüglich dem Tempel. Mal ganz kurz gucken. Wo ist denn dieser Gegenstand? Hat ich nicht ein Körperteil gekriegt? Das Gehirn von Vater Ars. Knoten. The approach unique. The form sloppy. But the passion for killing, it was like sport. It would be remiss to ignore such talent. Would you like to be more than a common murderer? To become an avatar of slaughter. Ich bin da eigentlich nur ein Tipper. An ally of sorts. If you let me, I can help you embrace your most murderous becoming. You can't be seriously considering this. You're better than this, aren't you? You must kill once more. Choose from our list of most unholy sacrifices. Make them whole in murder. Remove your victim's hand. You will need it for what lies ahead. Good luck, aspirant. I trust we will meet again. Blutbeflecktes Pergament. Was ist das da? Ja. Lesen. Speziell sich das Tribunal des Mordgottes stellen und den Tempel Bar betreten. Ja, genau, das würde ich, ja. Getötet, getötet, getötet. Ja, okay, das ist nichts Neues. Ja, okay. Wo haben wir den nächsten? Baldur's Tor. Ach, da unten ist gerade der nächste. Ja. Ich würde mal sagen, das machen ganz wenige Spieler, was ich da auch hier gerade mache. Aber ja, andererseits ist es D&D. Jeder macht hier irgendwie was anderes. Ah, die Person ist oben. Geh mal hier mal rauf. Aber das sieht nach einer Location aus. Oh, warte mal. Ist sie das? Das ist sie. My friend dared me to come here alone for a couple of mugs of ale. So here I am. Okay. Ja. Come off it, mate. Who would want me dead? Nee, hier sind zu viele Leute. Kannst du mal weggehen? Oh, können wir ja retten. Oh, shit. You're serious. I can see it in your eyes. I've got to, shit. I've got a tab to settle. Shit. Okay. Was ist aber schnell weg. Wo ist sie hin? Ja, moin. Alter, wie sieht's denn hier aus? Aber hat was. Ob wir die ausrauben könnten? Okay. Moment, da ist jetzt jemand. Ach so, das ist immer noch mein Marker, weil ich jetzt ein Ding lesen soll. Jetzt hier eine. Oh, eine Eichentür. Bin ich denn jetzt? Okay.
Bosun! Bosun! Warum bin ich jetzt? Schräg. Okay, wir gehen mal wieder. Also, nächstes Ziel. Das ist eine Regenwart, der ist da rechts von dem Ganzen. Oh, einmal hier lang, bitte. Steht der hier? Ne, der ist hier in dem Gebäude hier drin. Was zum... Was zum... Okay. Was auch immer da abgeht. Okay, da komme ich nicht rein. Warum ist das rot, wenn ich da reingehen will? Hat sie sonst noch irgendeine Tür dafür da rein? Da hinten könnte man noch rein. Briefkasten. Aus von Regenwald. This is the private abode of Alexander Rainforest. Friends make appointments. Clients respect office hours. Blutige Nachricht. Ich will mal ganz kurz speichern. Ich will mal sehen, ob die Wache was macht. Wenn ich da jetzt einfach mal reingehe. Just keep your hands to yourself. You're being watched. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Gut. Erstmal. Andererseits. Yes. So, alle rein. Türen zu. Blutbeflecktes Pergament. Was haben wir hier? Oh, sind wir zu langsam gewesen. Hallo, weiter rauf. Ja, wir waren so langsam. Open up. Hat nichts mehr. Das ist jetzt aber ungünstig. Und du. Kieseliste Bett. Ich will aber auch nicht schlafen. Plündern, untersuchen. Es bringt mir nichts, es bringt mir nichts. Hier, Doppeltür, nee. Retin? Okay. Ja, nee, kannst du bitte die Treppe wieder runtergehen? Hier ist auch nichts von Interesse. Wir könnten das hier mal aufmachen. This is a ritual killing. And the murderer wanted it found. Ha. Ein neuer Ringfall. Yes. Okay. Mal nochmal hier. Hm.
Ah, ein Fuß. A foot smeared with paint. Among other things. This must belong to Dribbles. Verblichen Schiffe der Umkehrung. Oh, das ist mit dem Drachen. Was haben wir denn hier noch so alles? Aha. Something good here, I hope. Gold ist immer gut. Schriftrollenstapel. Gedanken mal nehmen. Immerhin. Heiltrank, mein Regal. Oh ja. Her damit. Ist nichts drin. Nö. Gut. Was willst du, dass ich hier noch mache? Achso, das war immer noch das mit dem Lesen. Schließfach. War ja klar. Los knacken. Wie schwer? 15. Naja, es geht. Na, Mann. Komm, einmal noch. Ach, echt jetzt? Bitte einmal. Na gut. Dann halt nicht. Ansonsten nichts Interessantes. Okay. Damit mich der Marker da nicht nervt, werde ich jetzt das mal lesen. Das wurde das Pergament. Hier geht von Ansur. Lesen. Balestor, baldoranische Hafenbalturen, verehrte Gründer. Ein Mächterdrache Ansur von unverschämtem Wert, ein Retter in der Tiefe, unsere ewige Freude. Nach Würmbeck in der tiefsten Erde, dass er nicht gefunden werde. Notiz, Eingang zum Würmfelsgefängnis. Ha. Zuckt dem Heldenherz hell auf dem Mut, entfacht in den Fackeln eine hilfreiche Glut und Drachenaugen werden glitzern wach. Jetzt ist über Funken und Fackeln. Blitzerfertigkeiten einsetzen. Prüfungen sind nichts für gewöhnliche Leute. Bis heute hat es noch jeder bereut. Doch ein großer Held zieht der Gründer es vor, wird in unserer Zeit durchschreiten das Tor. Nur ein großer Held kann die Prüfungen bestehen und Ansa erwecken. Da nicht unser Tempel damit gemeint ist. Und wir quasi der Drache sind. Aber wir können uns ja da verwandeln. Bisschen weit hergeholt, aber. But what's this of a true hero spark? Gut, wir gehen mal hier wieder. Sachen des Questlockers so momentan. Stahlwache. Das war das. Ja. Eindrücke des Mordtribunal. Ach ja. Mit dem Koch sollten wir ja nochmal reden. Gehen wir da hin? Hast du eine Schnellreise? Ah ja, hier hin. Gut. Wo war das? Das glaube ich war hier runter. Und hier rein. Der Typ. Eingang. Hier ist der Eingang. Hast du da Damenkleider an? Ach, ist eine Großstadt. Da sieht man, glaube ich, alles Mögliche. So, wo ist er denn? Da hinten. Moin.
You kill the rats, yes? I heard commotion in the cellar. Good. Perfect. Here, you take this. And do not worry. Chef Revere's eyes will be kept most peeled for murderous knaves. Wenn du... Hä? Okay. Wenn du nur wüsstest, was ich in deinem Keller so alles gefunden habe. Okay, nächstes Ziel. Nächstes Ziel ist... Hier ganz in der Nähe. Cora Hochbär. Warte mal, hier unten? Ah, da sind so viele Leute. Cora, bist du Cora? Nee. Roger? Ah, da, Cora. Why, hello there. We were just about to try some of Master Metzli's delightful wines. Would you care to join us? Oh, they do look ever so tasty. Ah, Mrs. Highbury, I prefer to conduct tastings individually, so I may assess your palate. Call me Cora, Master Metzli, and I'm afraid I must insist on their joining us. Wine's no good without company, after all. Wohl wahr. Na ja, gut. See, Master Metzli. Surely you can't turn away a prospective customer. I was in business for a great many years, Master Metzli, and my wife, as always, is most correct. Very well. Here, now leave me to attend my customers, please. Irgendwas ist doch da fishy, oder? Au! Oh. Ja. Das... Andererseits, ich kann sie dann... Kann ich dann plündern, ne? Ich denke total falsch. Und böse. Tierfreundschaft, Feuerpfeil, Spiegelbilder, nee. Warte mal, Wundenfursachen war ja nur einer, ne? Ja. Was haben wir denn so in der Masse? Spurlos gehen. Das Unbeherrschen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wer ist da von denen. Puh, die Ziele lassen alles fallen. Waffe am Boden, immerhin. Immerhin etwas. Oh. Sag mal, was ist eigentlich mit der Wache? Warum ist die jetzt eigentlich nicht da? Ja, geil. Und dann noch kritisch. So, gucken mal. Will ich betäuben? Das ist eine Bonusaktion, ne? Hammer. Wir machen noch mal einen Tatendrang hinterher. Sehr gut. Schüttender Hieb. Es hat funktioniert. Cora, my darling. No. Gelegenheitswürfel.
abgestumpft. Okay, das reicht mal erstmal. So, die zwei. Kann ich die irgendwie aufhalten? Fehlschlag. Cool. Funktioniert ja gut. Kannst du... Ich weiß, das ist ein bisschen morbid. Ah, das ist nur ein Silberschlüssel. Hat mir nichts gebracht. Schade. Was habe eigentlich ich dafür gelähmt? Einmal volle drauf. Nochmal. Nice. Wie sieht man aus? Kommst du da ran? Yes. Sehr gut. Ziel ist nicht erreichbar. Warum jetzt auf einmal nicht mehr? Oh. Na, jetzt geht es nochmal. Sehr gut. Sehr gut. Na, was machst du jetzt? Ah, oh, schon wieder. Einmal gelähmt. Oh, aber ich glaube, wir sind jetzt wieder frei. Achso, wir sind jetzt dran. Haben wir den Gedanken wahrnehmen? So ein Festhalten. Andererseits. Unterwirf Untote mit dem Befehlen. Wahrscheinlich schon auch noch witzig. Aber nee, wir gehen jetzt mal her. Stufe 2. Warum kannst du da... So. Sehr gut. Schattenherz. Wie schauen wir denn aus? Zerfleischen bitte. Nice. Und nochmal die Peitsche hinterher. Geil. Kandidat, Schlüssel zum Grabsteinladen. Ach, er war da drin. Shit, hier drin ist auch keiner gestorben. Ihr habt auch nichts dabei? Nee. Schade. Ja. Nicht, wie es hätte laufen sollen. Wir haben aber noch 3 Tage, wie es aussieht. Der Bleichelf erreiche Kassadors Palast. Der Magier von Tiefwasser und Frank Birnbaum. Okay. Gut, die werden alle nicht so weit weg. Frank wäre, glaube ich, der nächste, den wir uns anschauen könnten. Aber nicht mehr in dieser Episode. Die geht eh schon wieder zu lang. Oh Mann. Was mache ich hier nur in dieser Stadt? Ich bin echt das absolute Gegenteil von gut. Aber irgendwie finde ich spannend. Hoffe, euch auch gefallen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis bald. Hier im Baldur's Gate.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.